Per aspera ad astra, also vom Dunkel ins Licht. So wie den meisten der wiederbelebende, sonnige Frühling, der wie Phönix aus der Asche des Winters steigt, erscheint, klingen die ersten Takte dieser rauschenden Komposition. Leise beginnt das Stück in B-Moll. Das Stück will aber keine Winterstürme tonmalerisch zum Klingen bringen, sondern eine Metamorphose von trübe zu sonnig. Dem trüben B-Moll gesellt sich dann auch schon im zweiten Takt die sonnige Dur-Parallele hinzu, die dann auch die nächsten Takte als eigentliche Tonika bestätigt wird. Wie ein Aufsteigen neuer Lebenskraft, wie ein Emporschießen der Pflanzenwelt, wie ein Lockern, ein Aufweichen des festen, vereisten Bodens, sprich des Basses, wirkt das Des-Dur-Arpeggio, das aus dem tiefen, großen Des emporsteigt. Hier wird klar, nicht B-Moll, die Tonart des Winters, das sonnige Des-Dur ist nun tonangebend. Doch der Winter will noch nicht in den ersten Takten weichen und so weht bei der Wiederholung des Themas gleich wieder eine kühlere Brise, wenn dann ab Takt 7 der Moll-Gegenklang von Des-Dur, also F-Moll, erklingt. Dieses F-Moll scheint sich als neue Tonika zu festigen, nachdem zweimal die dominante C mit einem übermäßigen Akkord C+ erklingt. Wie ein Kampf zwischen schönem und schlechtem Wetter, wie im April, erscheinen mir die Takte 7 bis 15, bis in Takt 15 kurz ins sonnige As-Dur, die Dur-Parallele von F-Moll, kadenziert wird, nämlich über den dominanten Quad-Sextakkord und die darauffolgende Dominante in Takt 14. Die nach oben drängenden Septolen in Takt 10 und 12 erscheinen mir wie die nach oben aus der Starre drängende Pflanzenwelt. Doch im Takt 17 ist klar, die Sonne hat noch nicht genügend Kraft und die Metamorphose wird nicht einfach so mir nichts, dir nichts vonstatten gehen. Und so startet sie dann von diesen Takten ausgehend, indem der F-Moll-Dreiklang sich nun zu einem verminderten Dreiklang auf F verändert. Frühling ist wie Pubertät, drängende, spannungsreiche, kontinuierliche und starke Veränderung. Und welcher Akkord drängt am meisten, welcher spannungsreiche Akkord lässt sich am meisten zu neuen Harmonien im wahrsten Sinne des Wortes verändern? Der verminderte Dreiklang. Deswegen erklingt nun hier nicht mehr das kühle F-Moll, sondern der nach Veränderung drängende, gleichbleibende, verminderte auf demselben Grundton F. Wie oft in der Pubertät im Frühling Veränderungen erblühen, die wir nicht erwartet haben, so erklingt nun auch eine Veränderung dieses gleichbleibenden, verminderten, die wir nicht erwarteten. Wir wissen aus dem Kapitel gleichbleibende verminderte Septakkorde, dass diese am häufigsten auf den Stufen 1 und 5 zu hören sind. In Takt 19 war der verminderte Dreiklang auf F noch ein gleichbleibender Verminderter auf der ersten Stufe. In Takt 20 ist er das immer noch, da sich der Bass ja nicht verändert, jedoch wird spätestens auf Schlag 3 in Takt 20 klar, der F-Verminderte ist ein D-Vermindert mit Terz im Bass, da diesem Akkord nun D7, also die fünfte Stufe von G-Moll, folgt. Verminderte Akkorde sind ein wunderbares Mittel, um über enharmonische Verwechslungen mindestens in 8 Tonarten sich aufzulösen. Sie sind wie eine Wegkreuzung mit davon 8 wegmündenden Straßen, wie eine Drehscheibe bei der Bahn, die das jeweilige Gleis in den adäquaten Lokschuppen anvisiert. Und aus dem F vermindert wird, wie wir sehen, G-Moll anvisiert, das dann auch über die fünfte Stufe, deren Vorgänge eben nun der verminderte Dreiklang auf der fünften Stufe mit Terz im Bass war, erreicht wird. Doch Frühling wäre nicht Frühling, wenn nicht ständig alles nach oben drängen sich verändern würde. G-Moll liegt eine große Sekunde über F-Moll, aber wie wir sehen, es bleibt noch kühl, noch scheint keine Sonne, deswegen drängt auch das G-Moll weiter. Auch G-Moll erleidet das Schicksal von F-Moll und mutiert nicht zum Behinderten, sondern zum Verminderten. Das heißt, auch hier erklingt nun nach der ersten Stufe in Moll der verminderte Septakkord auf der ersten Stufe, also G vermindert. Zuerst mit verminderter Quinte des im Bass, erst ab Schlag 3 in Takt 23 auf dem Grundton G.
Wer die vorhergehende Modulation verstanden hat, muss nicht Sherlock Holmes heißen, um nun schnell hier die Modulationsmethode zu ermitteln. Wir ermitteln nämlich einen Serientäter. Es ist, wie sollte es anders sein, der Akkord, der zwei Tritonie, das heißt zwei Teufel in der Musik enthält, der verminderte Septakkord. Der G vermindert in Takt 23 wird nämlich wieder mal umgedeutet zum verminderten Septakkord auf der fünften Stufe mit Terz im Bass. Wenn G also nun die Terz des verminderten Septakkords sein soll, muss der Grundton E sein, was sich auf Schlag 3 in Takt 24 auch bewahrheitet. Wieder mal drängt der Basston, also die Terz G des verminderten Septakkords auf E, einen Halbton nach oben zur Durterz des Dominant-Septakkords. Diesmal löst sich die spannungsreiche Dominante auf der Terz, also der Quint-Sextakkord, ins sonnige A-Dur auf. A-Dur kennen wir aus der Jazz-Harmonielehre als SDM-Akkord, als Major-Akkord auf der erniedrigten sechsten Stufe. Zumindest sonniges Dur, wenn auch noch nicht die eigentliche Sonne, der eigentliche Frühling, die eigentliche Tonika des Dur. Jedoch schon im nächsten Takt scheint der Frühling durchzubrechen. Dem SDM-Akkord A-Dur folgt nun unmittelbar die Dur-Tonika, wenn auch noch nicht im Grundton. Ausgehend vom eingestrichenen F, also der Terz der Tonika, fällt nun der Bass wie Sonnenstrahlen über eine ganze Dezime linear, wie Strahlen halt so sind, hinab zum kleinen Des, denen sich oktavierend ab der Dominante Ass 7 in Takt 29 Begleitung zugesellt. Nun beginnt es mit derselben Melodie wie im Anfang beträchtlich zu rauschen. Alles bebt nun, Bass, Diskant und unruhige Quintolen schießen aus dem Boden der Tonika. Wild aber zielstrebig rauscht der Bass von der fünften Stufe, dem kleinen Ass, chromatisch hinab zurück zum großen Des. Nun startet das Thema eine Oktave tiefer, nicht mehr hoch oben aus der Sonne, und auch die Dur-Tonika trübt sich in die Mollparallele B-Moll ein, um dann wieder zu Des hinaufzusteigen. Jetzt sind wir aber nicht mehr entspannt in der Frühlingssonne, sondern es weht ein starker Wind. Das heißt, die Tonika des bekommt eine kleine Septim Cess, sodass nun aus der ersten Stufe die 5 zur 4 wird. Doch, wie bereits bei den Modulationen mit den verminderten Akkorden, bringt das Frühlingserwachen so manches unvorhergesehene Ereignis. Die Zwischendominante zur vierten Stufe wird zweckentfremdet und wird nun zur Sub 5 zur 5 zur 3. Der Des 9 rutscht also einen Halbton zur Dominante zu F-Moll hinunter, so wie wir dies von den Tritonus-Substitutionsdominanten kennen. Das B-Moll war also nicht nur die Moll-Parallele von Des-Dur, sondern auch Moll-Subdominante von F-Moll. Also blendete Sinding wieder mal in eine neue Tonart via einer Drehscheibe, einem sogenannten Pivot-Akkord. Das heißt einem Akkord, der in zwei Tonarten eine harmonische Funktion einnimmt. In diesem Fall ist der Pivot-Chord in beiden Tonarten diatonisch, deswegen spricht man hier von einer diatonischen Modulation. Die neue trübe Tonika wird auch gleich zweimal durch die Dominante C plus bestätigt. Die Spannung der Dominante wird nun diesmal, also in der Wiederholung dieser Passage, noch verstärkt, weil der Septonenlauf sich nun hier über ganze zwei, nicht nur mehr eine Oktave erstreckt. Die zum Erblühen berufenen Lebensenergien des Frühlings drängen nun also vehement nach oben. Das F-Moll kann sich über fünf Takte halten, wird dann aber in Takt 43 umgedeutet zur sechsten Stufe in A-Dur, welches dann über den Dominant-Septakkord S7 erreicht wird. Aber wie in Takt 15 auch hier nur zwei Takte lang. Auch im weiteren Verlauf erklingt nun eine variierte, wesentlich belebtere Version von bereits dagewesenem von Takt 18 bis 32. Variiert wird auch in Takt 49. Erklang an dieser Stelle bisher ein F verminderter Septakkord, bekommt dieser verminderte Septakkord nun eine kleine, keine verminderte Septime dazu.
Der Übergang von f-Moll nach d7 vollzieht sich hier nun nicht durch Umdeutung, sondern nur noch durch Chromatik. Ich sage bewusst nur noch, denn der verminderte Septakkord auf D nähert sich ja dem dominant Septakkord nach G-Moll, also dem D7, ebenfalls chromatisch an, indem das F und das Ass und das H einfach einen Halbton nach oben rutschen. Im Falle von F halb vermindert, also F-Moll 7 bis 5, rutschen nun drei Töne chromatisch nach oben, also die Töne des verminderten Dreiklangs auf F, aber noch ein weiterer chromatisch nach unten, das S zum D. Allein dadurch erscheint diese Akkordverbindung für das Ohr schlüssig, wenn auch nicht gewöhnlich. Dasselbe geschieht dann noch eine große Sekunde höher auf G wie zwei Saiten vorher. Ab hier gibt es nichts wesentlich Neues mehr harmonisch zu erklären. Wir sehen, auch harmonisch wird das Drängen, das Entwickeln aus dem Dunkel ins Licht unterstützt. Das Wallen, Wogen, Rauf- und Runterschießen der Zwischenstimmen tut sein Übriges, um dem Hörer den Eindruck zu vermitteln, hier entwickelt sich was Großartiges, Sonniges, Erhabenes, Mächtiges, eben der Frühling. Speziell in meinem Buch Neue Improvisationslehre findet ihr Näheres zu den angesprochenen Themen wie Zwischendominanten, Modal Interchange, Substitutionsdominanten sowie viele Tipps und Ratschläge zur Komposition in meinem Buch Komposition in der Popularmusik. Außerdem findet ihr im Menü Lehrvideos auf meiner Webpage einen Unterpunkt Harmonik, in dem ihr meine ungefähr zweistündige audiovisuelle Harmonielehre findet, sprich ungefähr 60 Kurzvideos zu allerlei Themengebieten im Bereich der Harmonielehre.